Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher? Bonjour, Michael. Oh, bonjour, mon ami. Ça va? Ça va? Ah, très bien. Pas de problème. Oui, ja. Pas de problème. Non. Ja, très bien. Ja? So, soll man aufklären, warum wir jetzt dummes Zeug machen auf Französisch? Erklär doch mal auf, Alter. Ja, weil wir waren da drauf gekommen in der Vorbereitung, dass wir uns später noch über Franzosen unterhalten. Richtig. Ne? Über Benjamin Stamboli. Ja, Benjamin Stamboli und damit über den FC Schalke 04. Richtig. Ja. Der FC Schalke 04 entwickelt sich bei uns als Vorstopper mal wieder zu einem Lieblingsthema. Ja. Kommen wir nicht dran vorbei. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vorstopper. The one and only, der Lange, der Michael, der Schulz, ja, ist der, auch wieder da. Der Chef. Ja, so ist es. Lass das weiß gar keiner jetzt, aber nee, das ist jetzt ein internes Ding. Aber, ja, das ist ein internes aber Ding. Aber Chef hört sich gut an. Chef. Ja, der Mattes reicht. Mattes. Alles gut, mein Lieber. Also, Fußball-Bundesliga. Wir haben ja so ein bisschen Sorge gehabt, dass der BVB nach der Pleite gegen die Bayern in die Depression verfallen würde. So ein bisschen. Ja, du hast letzte Woche angekündigt, Borussia Dortmund gegen Paderborn. Ich zitiere, das wird ein Drecksspiel. Richtig, genau. Ja. Also die Chance ist auch sehr groß gewesen und ich habe ja das nur angemahnt. Ja, und habe ja gesagt, dass ich das ja auch schon öfter erlebt habe, dass das immer wieder so diese Situationen sind, wo man da echt in so ein Loch reinfällt. Aber jetzt muss man mal sagen, Hut ab vor der Truppe. Gott sei Dank habe ich mich getäuscht. Gut, die erste Halbzeit war jetzt nicht überragend, aber auch da haben sie ja jetzt nicht irgendwie sich hängen lassen oder da, keine Ahnung, die Zweikämpfe nicht angenommen oder so. Da haben sie noch nicht so überragend gespielt, aber nachher war ja eine klare Kiste und da ziehe ich echt mal einen Hut, da muss ich ehrlich sagen. Also so nach so einer Bayern-Geschichte da, ja, und so einem Abschuss plötzlich, ne, wirst du aus den Meisterträumen ja plötzlich ganz weit runter gebeamt und dann musst du erstmal wieder klaren Kopf kriegen und das haben sie gekriegt. Also da muss man sagen, das war eine gute Leistung. Ne? Sechs Tore geschossen. Sancho wieder da, ja. Das ist auch wieder ein Hoffnungsträger, muss man ja sagen. Also, du, der wirkte zuletzt nicht wirklich fit und hat ein bisschen gebraucht, um diese Corona-Zeit. Keine Ahnung, ob der zu viele Fast-Food-Buden um die Ecke hatte. Weiß ich auch nicht. Ja, mal wieder runter zu trainieren. Aber jetzt ist er wieder auf dem Punkt da. Jadon Sancho. Ja. Und, müssen wir wieder mit deinem Lieblingsthema kommen. Er hat die Haare wieder schön. Hat er die Haare wieder schön? Ja, der hat die Haare wieder schön. Aber nicht nur er, die anderen auch. Ja, also einige haben die Haare schön. Ja, Rafael Guerrero natürlich. Ja. Der Hut hat ja sowieso die Haare Der hat sie ja ganz anders gehabt, definitiv. Der sieht ja, vielleicht liegt es übrigens auch, da bin ich erst später drauf gekommen, der hat ja immer im Spiel hat ja mehr in seinen Haaren rumgewühlt als gespielt. Jetzt mit dieser neuen Frisur sieht er natürlich ständig was. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er sich so positiv entwickelt hat. Du hast schon mitbekommen, dass der jetzt bis zum Saisonende ausfällt, ne? Ja, schon, aber bis dato hat er ja dann überraschend performt, ne? Mit der neuen Kurzhaarfrisur. Definitiv. Akanji hat sich auch die Haare schneiden lassen, seitdem läuft es bei ihm auch besser. Nein. Also der Starfriseur, der wieder extra eingeflogen ist, der mit dem Künstlernamen, den ich mir nicht merken kann, der hat auch Manuel Akanji die Haare geschnitten. Ah, super. Und seitdem läuft es bei, Sancho hat er gesagt, es sei eine Not-OP gewesen mit den Haaren. Zu Recht. Ja. Bei mir steht die übrigens noch an, die Notoperation. Ja, schneid mal ab und dann hänge ich mir das Ding als Gardine vorne an den Kopf. So, und dann gab es natürlich die Solidaritätsbekundung, auch bei Borussia Dortmund, auf dem T-Shirt von Jadon Sancho für den in den USA zu Tode gekommenen Floyd und schon ermittelt der DFB-Kontrollausschuss. Heute, jetzt gerade, wo wir miteinander sprechen, ist Mittwoch. Das Ganze um 11.40 Uhr, das heißt, wir wissen noch nicht, was dabei rumgekommen ist. Findest du es richtig, dass der DFB-Kontrollausschuss da ermittelt und sagt, egal welche politische Botschaft da draufsteht, ob nun befürwortenswert oder korrekt oder nicht korrekt, wir müssen ermitteln? Ja, also ganz ehrlich, ja. Weil es ist eine klare Regel. Ja, ich meine, jetzt kannst du natürlich sagen, natürlich, ne, gegen Rassismus zu sein, ist immer positiv, aber wer entscheidet, ob irgendwas positiv oder negativ ist? Jetzt in diesem Fall würden natürlich wahrscheinlich alle sagen, ja gut, ich meine, die DFL hat ja auch schon gesagt, es kam ja so durch, dass es nicht so irgendwie großartig bewerten werden. Aber wenn du erstmal mit einem anfängst, ja, wer sagt dir bei dem Nächsten, der irgendwas macht, ja, das war jetzt auch positiv oder nicht oder so. Ne? Also ich bin grundsätzlich dafür, Regeln einzuhalten und die Regel im Sport, im Fußball,
während des Spiels vor allen Dingen, ja, auf politische Ausdrücke, egal um was es geht, zu verzichten, finde ich völlig korrekt. Die haben alle ihre Instagram-Accounts, die können, weißt du, die haben Twitter, was es alles gibt, das können sie alles machen von mir aus. Ne? Mhm. Nur ich finde, dass während des Spiels sowas tatsächlich zu unterbleiben hat. Ne? Also wie gesagt, sie müssen jetzt keine große Strafe ausspielen. Ne? Wir sind jetzt uns alle einig, das ist jetzt kein Skandal, ja, weil sich ja im Grunde alle einig sind, dass es irgendwo natürlich gegen Rassismus geht. Ja, aber trotzdem sollte es meines Erachtens unterbleiben. Grundsätzlich gut. Unterbleiben. Hätten wir das Thema auch sofort kurz und bündig abgehakt und gucken auf den BVB und stellen fest, das, was wir angekündigt haben, es müssen auf jeden Fall noch jede Menge Punkte her, nicht nur um Vizemeister werden zu können, sondern eben auch um die direkte Champions League Qualifikation sichern zu können. Das hat sich an diesem Wochenende bewahrheitet. Das heißt, Borussia Dortmund tat wirklich gut daran, das Ding auch gegen Paderborn zu gewinnen. Gerade gegen Paderborn. Naja, also wohl für mich war eh klar, dass dieses Wochenende jetzt relativ klar abläuft. Die Spiele, ich sag mal, die Favoritenrollen waren klar verteilt und es gab auch keine großen Überraschungen auf dem Sektor. Aber ab jetzt zählt's, ne? Die letzten 5 Spiele. Jetzt darfst du auch nicht mehr so viel Ausrutscher erlauben. Ne? Dann kann es, das kann ganz schnell ins Auge gehen. Und da wird der Druck natürlich jetzt von Spieltag zu Spieltag höher. Das steht schon mal fest. Ja? Und auch beim BVB? Ja, hast du mal auf die Tabelle geguckt? Ja, liegt vor mir. Ja, und? 7 Punkte hinter den Bayern. Ja. Das Thema ist ja eigentlich durch. Es sei denn, die Bayern geben sich. Was redest du denn jetzt von? Was reden wir jetzt eigentlich? Ja, was denn? Ja, red euch vom Meistertitel. Ja, lass mich doch mal eben. Also, es sei denn, die Bayern geben sich in Leverkusen. In ja, Leverkusen selbst wenn, die Blöße. Ey, selbst wenn. Okay. 7, du hast zwar 7 Punkte gesagt, ja, du meintest aber 8, ja, weil das Torverhältnis zählt auch noch. So. Ja, und dann musst du mal überlegen, wann die Bayern das letzte Mal in 5 Spielen 8 Punkte abgegeben haben. Das heißt also, bei 5x3 möglichen, also sie haben bei 15 möglichen Punkten müssen sie 8 abgeben. Ich glaube, das ist in der gesamten Bayern-Historie noch nie vorgekommen. Gut, okay, also lassen wir das. Also statistisch ist es ehrlich gesagt gut. Unmöglich. Also den Geistermeister-Korso rund um den Borsigplatz, den können wir uns knicken. Gut, wir konzentrieren uns auf die direkte Champions League. Ja, aber da wird es eng, da darfst du dir keinen Ausrutscher mehr erlauben. Ach komm. Wie viele Punkte sind es denn, sag mal? 4. Ja und? Ja. Ja, dann machst du, haust du ein Ding, jetzt gegen Hertha geht ein Ding in die Binsen. Nee, tut's ja nicht. Ja, ich sag nur, angenommen, es ginge mal eins in die Binsen, ja, dann guckst du nächstes Mal auf die Tabelle und denkst, beim nächsten Spiel dürfen wir nicht mehr verlieren. Ja, also ich meine, das Gute ist natürlich, dass da noch 3 Mannschaften mit im Spiel sind. Zusätzlich, also das heißt, die es werden ja nicht alle alles gewinnen normalerweise, ja, aber trotz allem ist Achtsamkeit geboten. Besser ist, man fällt das Ding ganz schnell ein. Gut, und du hast so das Gefühl, dass der BVB, siehe Paderborn, so fokussiert ist, dass sie das auch hinkriegen und dementsprechend man sich jetzt keine Gedanken darüber machen muss, dass Borussia Dortmund irgendwann meint, naja komm, jetzt können wir mal den Gang rausnehmen. Nein, also das Spiel gegen Paderborn hat gezeigt, dass sie, dass sie fokussiert sind, weil das war wirklich meines Erachtens das schwierigste Spiel, weil es eben direkt nach diesem Meisterschaftsaus, in Anführungsstrichen, schwer ist, gegen einen Underdog zu spielen. Aber jetzt spielst du gegen Mannschaften, auch jetzt als nächstes Hertha, weißt du, da weißt du, die sind richtig gut drauf, die liebäugeln jetzt plötzlich noch vielleicht mit der Europa League, ja, die können zumindest mal ganz befreit aufspielen. Ja. Gegen Hertha zu Hause in den letzten Jahren waren es immer ganz, ganz eng. Viele Unentschieden, auch sogar Niederlagen. Ja. Also es ist immer knapp gewesen. Hinspiel war auch knapp. Ja. Also und jetzt haben sie den Bruno da. Der macht die schön heiß. Ist das du hast mit ihm zusammengespielt, Bruno Labbadia. Ist das einer, der motivieren kann? Also ich glaube absolut, aber nicht jetzt, weil er, keine Ahnung, mit irgendwas, mit dem Adler auf den Arm zu einer Besprechung kommt, ja, sondern ich bin ja ein Freund der Authentizität. Ja, und wenn Bruno eins ist, dann ist es authentisch. Ja. Der war schon als Spieler, war der schon echt gallig. Und zwar nicht nur im Spiel, bei jedem Training. Ne, also von innen raus, du spürst das. Ja. Er muss da jetzt nicht groß irgendwelche Sachen veranstalten, sondern der hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Du merkst, dass er erstens weiß, wovon er redet und du merkst, dass der heiß ist, ja, und das vorlebt und so weiter. Und da siehst du ja auch, wie jetzt, er hat das System ja ein bisschen umgestellt, aber er hat da jetzt spielen sie ein klares, eigentlich ein klares 4-4-2. Und 4-2-3-1 spielen sie, nicht 4-4-2, Quatsch, 4-2-3-1.
Und hat da ja ein paar Jungs, ja, Ibisevic, Grujic und so weiter, die erkennst du plötzlich nicht wieder. Ibisevic, ja, war zum achten Mal auf dem Abstellgleis. Ja, ne, also der hat da richtig was bewirkt, da scheint es in der Mannschaft zu laufen und das Ding ist ein echter Prüfstein, glaube ich. Der ist ja fast an der Maximalausbeute, ne? 4 Spiele, 3 Siege, 1 Unentschieden unter Bruno dabei. Vor allem, wenn du überlegst, wie viele Punkte die vorher in den, weiß ich, wie viel 23 oder 24, ich glaube, die Spiele halt unter Jürgen Klinsmann haben sie gefühlt einen Punkt geholt. Gut, unter, mit viel Glück. Unter Alex Nuri war es dann auch nicht wirklich besser. Nein. Also manchmal liegt es doch am Trainer. Absolut. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Ne? Das ist am Trainer. Du kannst aber auch nicht jeden Trainer, es ist ja mal, wird ja mal gesagt, ja, wir brauchen jetzt den Trainer. Jetzt habe ich ja wieder die ganzen Geschichten hier mit Dortmund, ja, mit Favre und mit Klopp. Wir wollen Klopp. Pass auf, du kriegst keinen Klopp. Ja? Und es haben auch schon andere als Klopp mit dem BVB einen Titel gewonnen, ja, und auch die Champions League, und die waren ganz anders als Klopp. Ja? Also wir haben ja letzte Woche schon drüber diskutiert. Ja? Der Trainer muss auch zu dieser Mannschaft passen irgendwo. Ne? Das ist natürlich auch immer viel Glück. Ne? Deswegen, sonst würde ja jeder super Trainer, würde ja, wenn das so wäre, müsste der ja jede Mannschaft besser machen und überall dann Titel gewinnen. Aber wir wissen aus Erfahrung, es ist nicht der Fall. Ja? Selbst großartige Trainer, ja, wie was weiß ich, oder sagen wir mal, nicht großartig, das weiß man ja gar nicht, sondern durchaus erfolgreiche Trainer wie Mourinho und wie die alle heißen, ja, die trainieren plötzlich bei Clubs, ja, die auch da einen unfassbaren Kader haben und hunderte von Millionen da reinstecken, ja, und passiert trotzdem nichts. Ne? Also das liegt ja dann nicht am Trainer oder nicht an den Spielern, das liegt auch oft daran, dass es insgesamt nicht passt. Ne? Aber das kann man nicht planen, weil wenn das planbar wäre, würde es ja jeder Verein machen. Also der Trainer muss zur Mannschaft passen, Bruno Labbadia passt offenbar gut zur Hertha. Die haben, das jetzt mal einen, die haben jetzt mal einen gebraucht, der nicht auf Bling Bling und Effekt ist, sondern der... Genau, gerade raus, ja? Auch... Ich glaube auch, dass der es gut, also richtig geschafft hat. Das ist ja oft bei diesen Clubs, das hast du ja bei Hansi Flick in Bayern gesehen. Ich meine, die Mannschaft war ja dieselbe. Ja, der hat es rumort. Ja, der hat es nicht geschafft, sag mal, so ein Teamfeeling einfach zu produzieren. Ne? Da war halt viel Ärger, viel Streit, viel Theater. Ne? Da irgendwas muss er falsch gemacht haben. Und Bruno, wie gesagt, der ist kein Weichei. Ne? Der spricht schon richtig durch, wenn es sein muss, das kann ich dir sagen. Ja. Also das weiß ich, wie gesagt, aus Erfahrung im Training. Da nimmt er kein Blatt vor den Mund. Aber du hast immer das Gefühl, ja, dass das klar ist, dass er das ernst meint, dass er keinen Scheiß macht, dass er keinen verarscht, ja, sondern dass er die Geschichte wirklich 100% ernst nimmt. Und wie gesagt, er lebt es vor. Und da gibt es im Team natürlich eine gewisse Ausstrahlung. Und wenn du mal so guckst, wie die letzte Woche gespielt hat, auch mal die Position immer auch teilweise neu besetzt, da jeder eine Chance gekriegt und so weiter. Ne, und dann kannst du als Spieler natürlich nichts sagen. Ne? Also, und wenn du noch merkst, es läuft, was willst du, da kannst du sowieso nichts sagen. Ja? Also das ist Bonus sicherlich Brunos Stärke, ne? Wobei er das ja schon bei einigen Clubs geschafft hat, ne? Die aus der Krise zu führen. Nur dann irgendwie, wenn es nach oben ging, haben sie immer weggejagt. Ey. Das weiß ich auch nicht, woran das lag. Muss ich jetzt so langsam Angst kriegen vor diesem Spiel des BVB gegen die Hertha nach all dem, was du Angst, da... Ja, BVB muss vor niemandem Angst haben, außer vielleicht vor Bayern. Aber sonst, ich meine, pass auf, der Kader, warum nicht zu sprechen, ne? Steht natürlich definitiv, würde ich sagen, an zweiter Stelle in der Bundesliga nach dem Bayern-Kader von den Möglichkeiten. Ja, jetzt haben wir natürlich ein bisschen Probleme. Ne? Oh, ja, ohne Reus, klar. Ohne Reus ist schon länger weg, das ist ohne jetzt nicht so ein Problem gewesen. Das haben sie ja trotzdem gut gemacht. Und jetzt kommen noch Haaland und Hummels dazu. Ja. Das ist natürlich schon mal, wenn du die mal aufzählst. Ich meine, die ersten paar, die waren ja schon jetzt, Reus und so ist ja schon länger weg, haben sie trotzdem. Aber Hummels hinten, der war ganz wichtig, jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, wo es viel zu sprechen gab, wo man das auch das Sprechen hinten in leeren Stadien auch hört. Ja, ja. Ich glaube, dass er da sehr viel Ruhe und Organisation auch durch Sprechen gesorgt hat. Man kann schon sagen, eigentlich nicht, komm, lass das eigentlich weg, ja, der Chef auf dem Platz. Ne? Jetzt durch die Möglichkeit eben zu kommunizieren über Sprache, sicherlich noch wichtiger, könnte ich mir vorstellen. Und ja, gut, über Haaland brauchen wir nicht zu sprechen. Ja, der hat ja auch einen wichtigen Part innerhalb der Mannschaft gespielt. Und nicht nur durch seine Tore, sondern auch durch seine Ausstrahlung. Also das, da sind jetzt ein paar Positionen, sind da jetzt vakant. Das ist nicht so einfach zu ersetzen. Und du musst ja eins bedenken. Ich glaube mal, Paderborn hat sich dann ja irgendwann ergeben. Die versuchen ja bis zum allerletzten Tag in der Fußball-Bundesliga mitzuspielen. Das kriegen sie ja nicht hin. Gegen die Hertha wird es eine ganz andere Geschichte. Und du hast gerade das Feuer von Bruno Labbadia angekündigt und diskutiert. Die werden auch, die Hertha ist dafür bekannt, ordentlich zu lang. Ne? Das ist auch eine rustikale Truppe. Die können auch rustikal. Ja. Die haben auch so ein paar richtig schöne, fiese Spieler, wie man sie gerne hat. Ne? Mhm. So wie so ein Emre Can jetzt. Wenn wir mal überlegen, was der für eine
haben wir ganz vergessen übrigens bei der Aufzählung, ne, von der Wichtigkeit her, der hat unheimlich viel reingebracht in diese Mannschaft durch seine Art zu spielen. Und bei Werder haben sie auch so ein paar dabei, die gerne mal hinlangen. Ach, bei Werder sag ich schon, wie kommen wir jetzt auf Werder? Auf Werder kommen wir gleich noch. Ja, ich meine jetzt natürlich bei Hertha. Da haben natürlich auch so ein paar, die da gut hinlangen konnten. Und wie gesagt, die können ja völlig befreit aufspielen. Ne? Im Gegenteil, die sind jetzt Abstieg, haben sie gar nichts mehr zu tun. Die sind jetzt, nach oben. Also wenn überhaupt, können sie noch nach oben gucken. Ja, auf 38 Punkte. Sind auch nur diese 4 Punkte. Ja. Also, das ist zumindest mal ist es so, also sie werden nichts herschenken, weil das wären sie doof. Ja? Und da kenne ich einen Bruno auch zu sehr. Ja? Klar, die Atmosphäre im Dortmunder Stadion werden sie natürlich auch nicht genießen wollen, aber also Bruno wird denen schon was erzählen, warum es Spaß macht, in Dortmund zu gewinnen. Das kannst du mal ganz sicher sein. Das heißt, wenn der Hummels ausfällt, ist es eine Alternative, mit Emre Can hinten im Zentrum zu planen, als neuen Abwehrchef? Sicherlich. Von den Qualitäten her brauchen wir nicht zu sprechen. Ja, dann kannst du eventuell auf der Position davor, Delaney steht noch zur Verfügung. Was ist mit Witzel eigentlich? Witzel könnte auch mal wieder spielen. Ja. Brandt brauchst du wahrscheinlich noch wiederum eine Position davor. Ja, dann haben wir, aber wir haben Gott sei Dank Sancho hoffentlich dabei jetzt wieder in verbesserter Form wieder. Oder du spielst mit Delaney und Brandt und bringst dann doch den US-Amerikaner irgendwann mal von Anfang an. Gio Reyna. Ja, also pass auf, wir haben es ja schon gesagt, der Kader ist ja nur wirklich auf hohem Niveau breit aufgestellt. Ja, und was das natürlich bei so einem Spiel dann auch dazu kommt, ist, wenn ich dann in der anderthalbsten Reihe stand und nicht von Anfang an gespielt habe, ja, und ich kriege jetzt mal die Chance, ja, dann erwarte ich natürlich auch gerade von diesen Spielern, dass sie mal richtig einen raushauen. Ne? Also deswegen muss es nicht zwangsläufig ein Nachteil sein. Wie gesagt, das größte Problem sehe ich noch bei Hummels, weil der auf seine Art und Weise zu spielen und seinen Einfluss auf die Mannschaft zu nehmen schwierig zu ersetzen sein wird, wobei Can, glaube ich, auch durchaus Qualitäten in dieser Hinsicht hat. Ne? Von der Ansprache auf jeden Fall. Guti, also wir setzen da drauf, dass der BVB die Hertha schlägt. Das wäre jetzt auch ein Tipp, oder? Selbstverständlich. Ja, wir haben ja gerade viel über Bruno Labbadia und den Höhenflug der Berliner gesprochen. Ja, man muss sie ernst nehmen. Spielen ungeschlagen, 3 Siege. Ne? Ja, man muss sie ernst nehmen. Also, ich meine, in Leipzig 2-2. Ja. Nur mal, um zu sagen, dass es nicht irgendeine so knappe Siege war. Und das andere war, glaube ich, 2-0, 3-0, 4-0. Richtig. Ja, also es ist nicht so, dass sie das jetzt alle sich darüber durch die Gegend gequält hätten, sondern das war richtig guter Fußball und es besteht kein Grund, die zu unterschätzen. Ne? Okay, müssen wir eigentlich in dieser Woche wieder über Lucien Favre diskutieren? Wenn du willst, ja. Ich nicht, weil meine Meinung kennst du ja. Und ich bin nicht der Meinung von Lothar Matthäus. Wie heißt der da immer? Ja. Den Scheiß erzählt. Ja. Der gerne Herrn Kovac in Dortmund sehen würde, etc. pp. Ja. Und Lucien Favre hat ja angeblich doch weiter Lust auf Borussia Dortmund. Vor allen Dingen, der hat ja, das ist ja der Hammer, ich habe das so zufällig die Woche gesehen, der hat ja den besten Schnitt aller BVB-Trainer, was die Punkte angeht. Ne? Das wissen die wenigsten. Aber die wenigsten Titel. Hat er die wenigsten Titel? Hat der Tuchel eingeholt? Weiß ich gar nicht. Hör mal, Pokalsieger? Ja, ist das so? Ja, selbstverständlich. Das ist schon so lange her, ich kann mich gar nicht erinnern. Ne? Ja, pass auf, egal. Auf jeden Fall, ja. Also, war mal Kathi Hummels. Hast du eigentlich Kathi Hummels bei 5 gegen ja auch gesehen oder wie war das? Ja, ich guck sowas nicht. Was war da? Kathi Hummels musste irgendwie mit den anderen zusammen eine Fußballfrage beantworten. Das war erbärmlich. Also ich glaube, die spricht mit Matze über alles, noch nicht über Fußball. Ja, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt miteinander sprechen. Das ist eine gute Frage, weil die wohnen ja so weit auseinander auch. Ne? Ja, okay, komm. Ja, die spricht nur mit dem Ludwig. Ja. Aber der ist erst ein Jahr und der spricht noch nicht so viel. Meinst du, der gibt noch keine Antwort? Vielleicht spricht sie gar nicht. Vielleicht war das der Ausfluss, man weiß es nicht. Okay, komm, also in die Familiengeschichte Hummels wollen wir uns gar nicht einmischen und einklinken. Und Lucien Favre sitzt beim BVB weiter fest im Sattel, behaupten wir jetzt einfach mal, was man von Dave Wagner nicht behaupten kann. Denn er kam nach Schalke, fand eine Trümmertruppe vor, charakterlich nicht wirklich gefestigt, eher problematisch, hat zu Beginn der Saison da richtig was rausgemacht, also nach ersten Anlaufschwierigkeiten richtig, richtig Schwung genommen und geholt. Und jetzt sind sie in der Rückrundentabelle Letzte. Ja. Letzte. Ja. Gewinnen die Spiele nicht mehr, haben sich gegen den Abstiegskandidaten Werder Bremen zu Hause hinten reingestellt. Aber Werder ist natürlich stärker, als man glaubt. Ist ja auch so. Ja. Aber er hat viel Kritik gebracht, dieses Spiel gegen Werder, nach dem Motto, wie kannst du dich gegen den Tabellen 17. zu Hause hinten reinstellen? Ja. Und zumal ja auch da noch, ich meine, es ist ja nicht so, dass sie jetzt jenseits von Gut und Böse standen. Ne? Also die Europa League war in...
durchaus in Reichweite. Ne? Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen weg schon wieder. Dann wird Dave Wagner angeblich angekreidet, dass er auf der Torhüterposition keine Ruhe findet und jetzt wieder rotiert zurück. Ja, wer kreidet das an? Wer macht das? Du, wir sind ja nicht dabei in der Kabine. Es gibt das Boulevard, das sagt, genau. in der Kabine würde es rumoren. Ja, das glaube ich schon, dass es da rumort. Ja. Aber es ist aber so, wenn Spieler ihre Leistung nicht bringen, ja, und einen unfassbaren Scheiß zusammenspielen, ja, so, dann sagt er, glaubst du, dass da, ich kenne keinen Spieler, außer mich damals natürlich, ich kenne keinen Spieler, der sagt, boah, spiele ich gerade eine Scheiße zusammen oder wir, ja, jetzt müssen wir uns mal zusammenreißen. Ne? Die meisten sagen, oh, der Trainer, Unruhe, guck mal, hat er den gebracht und jetzt den und mich lässt er draußen und jetzt wechselt er mit dem Torwart. Also, es sind ja ganz viele, also ich sage nicht alle, wäre jetzt falsch, es gibt sicherlich auch noch andere Spieler, aber die Tendenz heute ist schon, dass immer gerne die Schuld dann woanders gesucht wird. Wow. Und ich glaube, bei dem Schalkerhaufen scheint es, da scheint sich seit letztem Jahr dann doch nicht so viel geändert zu haben, weil irgendwie hat man das Gefühl, also ich war ja voll des Lobes, ne? Ja, in der Hinserie, weil was der Wagner da aus der Truppe gemacht hat und dass das eine Trümmertruppe waren ja vorher, also jetzt von der, ich sag mal, von der Einstellung her zum Beruf, das glaube ich, das steht außerhalb jeglicher Diskussion. Und da hat er richtig was draus gemacht, hat die richtigen aussortiert. Die haben ja auch viele neue geholt, das darf man ja, also bei allem Respekt jetzt, ne? Aber wenn du mal jetzt mal ein bisschen ins Detail guckst, ne? Die haben einige neue Spieler geholt, und zwar junge Spieler. Ganz viele junge Spieler, ja. Und das gleiche Problem hatten wir, du erinnerst dich, letzte Saison bei Dortmund, ja, Hinserie super gespielt und plötzlich, ja, mit 9 Punkten Vorsprung, auch viele neue junge Spieler, fielen die in ein Riesenloch und haben 9 Punkte vergeicht, ja. Unter anderem gegen Schalke übrigens, aber das nur am Rande. So, dann hast du viele junge Spieler, dann hast du 2, 3 Führungsspieler, die lange ausgefallen sind. Ja, Mascarell zum Beispiel, ja, in der wichtigen Zeit jetzt auch. Ne, und Benjamin Stamboli. Jetzt kommen wir endlich zu deinem Franzosen, genau so ist es. Nenne ich jetzt nur mal, ja. Und ja, also da kommen so viele Faktoren zusammen. Und dann haben sie natürlich ein paar richtige Eigentore geschossen. Also diese Nummer mit Nübel, da kann man sich echt im Nachhinein immer wieder nur vom Kopf packen. Ja. Ja, wie ein Verein so blöd sein kann, sich selbst, wenn es eh schon kriselt, auch noch dieses Ding auch noch selbst, so ein Felsen auch noch vor die Tür zu legen, ja, dass es ja nicht weitergeht. Mhm. Also da haben sie auch richtig Bockmist gebaut. Du meinst, dass man den Nübel ohne Not aus dem Tor genommen hat? Nein, pass auf, du kannst ja rausnehmen, aber diese Diskussion, die selber da in Schalke laufen ja Dinger, das hat ja aufgrund dieser Bekanntgabe, weißt du, intern laufender Geschichten, ich sag dir, anstatt zu sagen, pass auf, wir haben Scheiße gebaut, wir haben nicht verlängert, jetzt geht er zu Bayern, fertig, ja, aber das haben sie haben das Ding ja noch angefeuert, ja, nicht nur, dass die Fans schon irgendwie sauer waren, die Führung hat ja auch noch da Öl ins Feuer gegossen, die Diskussion angeheizt, anstatt da Ruhe einkehren zu lassen, ob sie den reinnehmen oder rausnehmen, das meine ich gar nicht, das ist ja eine Sache des Trainers, ja, ist ja gut, ist ja schlecht, gebe ich mir anderen eine Chance, alles gut. Aber selbst die Diskussion so da angefacht, dann erinnern wir uns auch in der Hinserie an den Chef, an Tönnies? Tönnies, ne, an die Diskussion. Ich meine, ich will nur sagen, es kam so viel zusammen, ja, so viel Schlechtes kam zusammen nach diesem guten Start, ja, dass man jetzt gar nicht weiß, hat der Wagner wirklich, ist er wirklich schuldig oder ist er jetzt, muss er jetzt so den ganzen Mist ausbaden, da, den die sich da selber, den die selber angezettelt haben. Ne? Also du meinst auch in dem Fall, bist du eigentlich eher der Mann, der auf der Trainerseite steht und sagt, lass den Mann nochmal arbeiten. Ja, ich meine, dass er gut arbeiten kann, hat er ja gezeigt. Das Problem ist jetzt natürlich nur, es gibt ja wieder jetzt offensichtlich mannschaftsintern Probleme. Es gibt ja wieder irgendwelche, da muss es ja wieder irgendwelche Strömungen geben, ja, mit irgendwelchen Spielern, wo es nicht richtig passt. Ne? Und wenn du den Kader mal anguckst und weißt, dass dieser Transfermarkt jetzt im Sommer praktisch auf Null runtergefahren ist, was jetzt, sagen wir mal, wirklich gute Spieler angeht, ja, dann musst du dich natürlich als Verein fragen, was machen wir denn jetzt? Wie kriegen wir denn jetzt hier wieder jetzt ein bisschen, was lachst du jetzt? Du musst ja demnächst irgendwie einen Freiwilligen finden, der sich vor diese Truppe stellt. Ja, auf jeden Fall musst du dir irgendwas einfallen. Also wie letztes Jahr so ein paar Vögel raus und ein paar neue rein, so Junge, ja, das geht nicht. Ne? So, also, ich überlege gerade, welcher charakterstarke Mensch, der Zeit hat und keine finanziellen Ansprüche stellt. Hüb Stevens vielleicht auch. Der ewige Hüb wäre denn bereit, diese Truppe zu trainieren? Ja,
Also, ne? wenn du nicht eine Chance suchst unbedingt, sondern wenn du ein erfahrener, guter Trainer bist, weiß ich nicht, ob ich mir den Haufen antun würde im Moment. Siehst du? Ne? Ja. Also, Schalke ist weiter gefährdet. Schade eigentlich, muss man ehrlich sagen, ja. Weil die Hinserie war wirklich gut. Ne? Also, und wie gesagt, die jungen Spieler aufgebaut, da sind ja einige, die wirklich weiterentwickelt hat. Das ist echt tragisch. Aber ne? Weil ich mache den Dave Wagner gern lang. Ich auch. Ist denn die Gefährdung wirklich so groß, dass sich Schalke ernsthaft Sorgen machen müsste bei den ebenfalls total kriselnden Eisernen von Union Berlin nicht gewinnen zu können? Das ist ja ein Duell, oder? Union gegen Schalke. Not gegen Elend. Aber so ja, richtig. Ja. Wobei, du erinnerst dich, dass ich schon vor 2 Wochen, glaube ich, auf Union hingewiesen habe, ja. Als wir um den Abstieg sprachen. Ja. Ja. Also die trifft natürlich diese Geisterspielnummer durch Corona, glaube ich, am härtesten. Weil die haben unheimlich viel Energie aus diesem... Ja, die Mainzer sind auch nicht gut drauf. Ja, ja, aber die trifft es am härtesten, weil die am meisten, glaube ich, Energie und Power ja von ihrem Publikum, weißt du, diesem Zusammenspiel gezogen haben und dann natürlich auch wirklich, wir erinnern uns an das Spiel gegen BVB, ja, in der Hinserie, und auch gute Spiele gezeigt haben. Und das ist ja seit Geisterspielzeiten ist das vorbei. Ne? Sie geben sich relativ schnell geschlagen. Jetzt haben sie auch intern ja so ein bisschen da, rumort, ja, da wird der Spieler da freigestellt. Ja. Und also ja. Also, hör auf meine Worte, es könnte noch eng werden. Ja, okay. Also dann müsste allerdings Schalke gewinnen. Dann müsste Schalke gewinnen. Ne? Also, was ich ihnen aber auch gönne, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, okay. Du nicht? Das ist mir vollkommen egal. Wie gesagt, die sind da total in niemand. Nein, das ist mir wirklich egal. Und sagen wir mal so, es ist ja so, dass wir beide dazu stehen, dass wir auch eine grün-weiße Seele haben. Richtig. So, Werder Bremen. Und wenn die Eisernen noch reinrutschen würden in dieses Dilemma, unter Umständen genauso wie Mainz, Düsseldorf ist ja eh schon mittendrin in diesem Dilemma. Ja, Mainz auch. Mainz auch, dann würde das die Chancen erhöhen, für Werder Bremen zumindest irgendwie noch in die Relegation zu kommen oder sich sogar zu befreien. Heute Abend. Heute Abend, wie gesagt, wir sprechen heute, Mittwoch, 12 Uhr und heute Abend spielt Werder Bremen gegen die Frankfurter Eintracht und die Frankfurter Eintracht ist jetzt auch nicht wirklich optimal bisher in dieser Geisterspielrunde unterwegs. Nein, das ist wirklich nett ausgedrückt. Ja. Ja, die spielen auch schön Mist zusammen. Haben jetzt aber zuletzt gewonnen, genau. In Wolfsburg. Was wiederum gar nicht schlecht ist, finde ich, ja, weil die haben sich ja auch tatsächlich so durchaus schon so in der Zone des Abstiegskampfes befunden. Mhm. Ja, aber durch diesen Sieg jetzt haben sie sich doch da relativ, ja, also punktemäßig, aber sehr, ich glaube, sie haben sich da jetzt schon ein Stück weit, ja, ein bisschen entfernt und können ein bisschen ruhiger zur Sache gehen. Das heißt, da geht es jetzt nicht um alles bei denen. Ja. Und ich habe ja schon, du erinnerst dich, letzte Woche gesagt, wenn Werder diese beiden Spiele die nächsten gewinnt, dann haben sie für mich das Momentum auf ihrer Seite und werden es also ganz sicher schaffen. Das Spiel gegen Frankfurt war auch noch eins von diesen beiden Spielen. Genau, das Nachholspiel. Ja, hat ja die Tabelle verzerrt ein bisschen. Ja. Ja, und das ist auch, was dich, wenn, ich hatte auch mal so eine Zeit, ich glaube sogar beim BVB, da hatten wir auch irgendwie ein Spiel weniger, warum auch immer, da haben wir auch unten gestanden. Es ist aber so, dass du natürlich, du stehst auf diesem Platz und du siehst die Punktzahl. Natürlich hast du im Kopf theoretisch hast du ein Spiel mehr, aber die Punkte stehen erstmal da und dann siehst du da 4 Punkte Rückstand oder 7 Punkte. Da denkst du, ach du Scheiße, ja. Aber wenn du dieses Nachholspiel gemacht hast und gewonnen hast und plötzlich stehst du nicht nur nicht mehr so weit hinten, sondern gleich oder stehst sogar vor, ja, und dann gibt es nochmal einen richtigen Ruck. Also das ist ganz wichtig. Also das wäre heute echt eine ganz, ganz, ganz wichtige Nummer. Wenn sie das Ding gewinnen gegen Frankfurt, wie gesagt, was ich für möglich halte. Ja. Gerade jetzt im Aufwind, dann würden sie an Fortuna Düsseldorf. Dann setze ich einen Zehner. So. Auf den Klassenerhalt. Ja. Dann würden sie an Fortuna vorbeiziehen und müssten aber nach wie vor auf ihr Torverhältnis achten, um auch noch Mainz packen zu können. Ja, aber es sind ja noch ein paar Spielchen. Ne? Es sind noch ein paar Spielchen. Okay, also gehen wir davon aus, Werder Bremen ist mittlerweile im Flow. Die Mannschaft hat es jetzt endlich verstanden. Die ersten Werder-Legenden entschuldigen sich für ihre Aussagen, die sie noch vor 3 Wochen getroffen haben. Zu Recht. Ja, wer hat das denn gemacht? Herr Brazett, glaube ich, ne? Ja, zu Recht. Ja, ja. Ne? Dampfplauderer.
Echt. Also, anstatt man mal positiv denkt und spricht und, für seinen Ex-Club. Ja, gut. Aber wir gucken ja, wie gesagt, dann schon auf den nächsten Spieltag. Bremen jetzt mit 2 Heimspielen nacheinander und dann geht es eben zu Hause auch gegen die Wolfsburger. Ja. Ui, und die Wolfsburger, gut, jetzt am Wochenende haben sie verloren. Das ist auch so eine Schwarz-Weiß-Truppe, ne? So diese Wolfsburger, mal so, mal so. Wie du jetzt plötzlich über die Wolfsburger sprichst, ey. Und ich übrigens auch. Du erinnerst dich noch vor. Wir haben ja lange gesagt, wir wollen gar nicht über die sprechen. Vor Corona haben wir gesagt, wie heißt diese Mannschaft? Ja, genau. Wo ist das? Ja, wir haben sie doch schlecht behandelt. Wir haben sie schlecht behandelt, definitiv. Oder? Ja, wir haben sie schlecht behandelt. Wir haben sie als... das Schlimmste ist ja, wenn man nicht nur gut oder schlecht über was spricht, sondern wenn man gar nicht über ihn spricht. Das ist ja das Schlimmste was man jemandem antun kann. So eine nichtssagende Truppe. Genau, das haben wir gesagt. Und jetzt müssen wir uns eigentlich, also ich würde mich jetzt an dieser Stelle auch entschuldigen wollen. Du? Ich nicht. Nee? Nein. Für mich ist Wolfsburg total nichtssagend. Ja, ich muss mich mit denen auseinandersetzen und beschäftigen, aber ansonsten geben die mir irgendwie nichts. Also emotional sowieso nicht. Ja, was ist emotional? Ja. Emotional gibt es verschiedene Mannschaften, die mir nichts geben, aber man muss sagen, die spielen echt jetzt eine gute Geisterspielrunde. Ordentlich, eine ordentliche Runde, kann man nicht anders sagen. Okay, haben wir es durch. Also wir drücken Werder Bremen die Daumen, wir drücken natürlich dem BVB die Daumen, wir gucken, wie es mit Schalke gegen Union Berlin weitergeht, hoffen eigentlich, Michael zumindest, auf den Schalker Erfolg, damit die Eisernen da unten mit reinrutschen, eine weitere Hoffnung für Werder Bremen. Und haben wir jetzt eigentlich nochmal ausdiskutiert, was aus diesem Spiel Leverkusen gegen den FC Bayern München an diesem Wochenende wird? Ne? Nö, nee, haben wir nicht. Ja, aber in Leverkusen. Ja, also möglich ist ja schon, dass die gewinnen, ne? Also die Leverkusener. Ja? Ja, findest du nicht? Klar, also klar ist es möglich. Also die haben einen guten Kader, die haben gute Spieler, richtig gute Spieler, die die für so eine Einzelaktion gut sind. Und, ja, und nicht nur einen. Und die wollen in die Champions League. Also da ist richtig Kessel unterm Druck. Ja, die sind sicherlich schwer motiviert. Mhm. Also es ist möglich. Also ich würde jetzt da keinen Zehner drauf wetten, aber zumindest Chancen sind da. Ne? Also das Ding müssen die erstmal, aber was willst du jetzt? Willst du von mir hören, dass dann die Meisterschaftschancen für den BVB wieder... Nee, das hast du ja gerade schon wegdiskutiert. Deswegen müssen wir ja jetzt gar nicht darauf setzen, dass die Bayern... Im Grunde ist es völlig wurscht. Ja, wenn das ist, ich glaube, das letzte richtig schwere Spiel für Bayern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Und selbst wenn sie es verlieren, mein Gott, dann sind es immer noch genug Punkte und Tore. Also das wird nichts werden. Okay. Das war's mal wieder von uns, von den Vorstoppern, mit einem Turbo-Galopp durch die Fußball-Bundesliga. Wir haben uns als Tiefenpsychologen mit Bruno Lavadia beschäftigt. In Kenntnis seiner hervorragenden Eigenschaften. So ist es. Haben das Schalker Übel. Nicht Übel. Sondern das Schalker Übel diskutiert. Und welches nicht Nübel ist. Welches nicht Nübel ist und wünschen den Verantwortlichen, den Königsblau, für die Zukunft ein gutes Händchen. Ja, aber es wird schwer. Es wird schwer. Ja, wir drücken die Daumen. Setzen auf die direkte Champions League. Als Ruhrgebietler drücken wir Daumen. Ja. Aber nicht zu viel Daumen, nein, natürlich. Nein, ich hau da jetzt auch nicht in die Kerbe. Der Shitstorm ist dir sowieso sicher. Ja, ist das so? Immer. Es gibt's immer. Nicht, kannst du nicht. Ja, Mensch, Leute, aber wir sind doch auch alle hier irgendwie aus der Gegend. Ich meine, solange sie in genügendem Abstand hinter uns bleiben. Solange sie in ihrer Stadt bleiben. Oder? Und gegen die richtigen Gegner vor allen Dingen gewinnen. Ja? Und gegen die richtigen verlieren. Richtig, genau. Sind sie mir nicht unsympathisch. Wenn das allerdings anders werden sollte, dann werde ich meine Einstellung nochmal überdenken. Ja, du hast ja gerade mal wieder die Kurve gekriegt. Ah, Legende, du. Ansonsten wäre es aber echt schon wieder schwierig geworden. Ja. In dem Sinne, gab euch wohl euch noch eine sehr angenehme Restwoche und wir werden diese Geisterspielsaison zu Ende bringen. Wir werden einen Meister küren, leider wird es auch Absteiger geben und ihr wisst ja, wem unsere Sympathien gehören und wir empfehlen unbedingt auch das docom21.de Gewinnspiel. Da könnt ihr nach wie vor Woche für Woche, Spieltag für Spieltag, auch wenn ihr jetzt erst einsteigen solltet, immer noch tolle Preise gewinnen. Ja, macht das. In dem Sinne. Und für Dortmund übrigens. Ja, definitiv. Ja. Hast du getippt? Habe ich getippt. Ja, 2-1 habe ich getippt. Das tippst du ja immer.
Spinnst du 2-1, tippe ich fast nie. Hast du letztes Mal auch getippt irgendwie? Nee, ist das so? Gegen so Paderborn habe ich, glaube ich, bestimmt 2-0 gesagt. Ja, die letzten Spiele haben wir 2-0 getippt. Okay. Aber jetzt geh her, pass auf, die letzten Spiele waren alle knapp. Ich bleibe bei 2-1 diesmal. Ja. Ja, und Hummels ist nicht da, wir kriegen einen. Ja. Aber der BVB gewinnt. Sagt Michael Schulz, ich bin der Schärf und wir hören uns die Tage wieder. Danke fürs Zuhören. Liked uns, teilt uns, wo immer ihr mögt. Ach, bitte. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?